Sie entschied sich für Berlin, um bei Planck Physik zu hören. Es ist ein tiefer Einschnitt, als Frau Dr. Meitner mit 28 Jahren ihre Heimat verlässt. Ihre gesamte Jugend hatte sie in ihre Ausbildung investiert. Ans Heiraten denkt sie nicht. Zu sehr fühlt sie sich von Berlin angelockt, dem Zentrum der wissenschaftlichen Welt. Sie erhofft sich neue Erkenntnisse von den Großen der Physik und Inspiration. Wenn man denkt, dass es da ja nur so von Nobelpreisträgern späteren gewimmelt hat, da war ja James Franck und da eben Otto Hahn, Max Planck, Hertz. Also das war ja unglaublich elitär damals. Berlin war ja sozusagen das Nest der Wissenschaft und der Nobelpreisträger damals. Du kannst dir nicht vorstellen, wie naiv ich damals war. Mit den größten Erwartungen fuhr ich nach Berlin, ohne zu wissen, dass dort Frauen in der Wissenschaft noch gar nicht geduldet waren. Gott sei Dank machte Max Planck für mich eine Ausnahme, auch wenn er dachte, dass damit die göttliche Ordnung irgendwie gestört sei, da Frauen vor allem Mütter und Hausfrauen sein sollten. Zunächst durfte ich das Institutsgebäude als Frau nicht betreten. Da kam dein provisorisches Labor in der Holzwerkstatt sehr gelegen. Sie fragte Heinrich Rubens nach einem Laborplatz und so schlug er ihr das Labor von Otto Hahn vor, einem Chemiker in fast dem gleichen Alter wie sie selbst. Und schon beim ersten Treffen mit Otto Hahn fragte dieser sie, ob sie nicht Lust hätte, mit ihm zu arbeiten. Frau Meitner, wie schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Herzlich willkommen in Berlin. Otto Hahn fand es interessant, mit einer Physikerin zusammenzuarbeiten. Ihn reizte das Interdisziplinäre und ihm war klar, wie wichtig das gerade für die Erforschung der Radioaktivität war. Offensichtlich arbeitete er gerne mit Frauen. Sie haben sich verstanden und irgendwie, sie hat auch mal gesagt, er war so, Ich konnte ihn auch sofort akzeptieren, so gleich. Sie hatte nicht diese Autoritätsprobleme. Sie hat gesagt, ich kann ihn immer fragen, wenn ich was nicht verstehe. Und er war jetzt nicht schon so ein 30 Jahre älter oder 20 Jahre älterer Professor. Er war nicht Max Planck, ja, es war Otto Hahn. Er war etwas jünger als sie, sehr unkonventionell, überhaupt nicht steif. Und das hat dann sehr gut funktioniert. Und sie durfte ja schlicht noch nicht oben in die Hörsäle. Insofern war es ein Glück, dass diese berühmte Holzwerkstatt gab. Heißt ja Holzwerkstatt, weil es ein Raum für einen Zimmermann gewesen war, mit einem eigenen Eingang. Frauen durften nur als Putzfrauen ins Institut, aber die Wissenschaftlerinnen mussten im Keller. Machen Sie doch mal Licht, Fräulein Meitner. Ich habe dir das nie so gesagt. Ohne deine ungezwungene und herzliche Art wäre ich in den ersten Jahren in Berlin sicherlich eine noch größere Außenseiterin gewesen. Also von Anfang an herrschte zwischen den beiden, und zwar nach kurzer Zeit bereits, ein starkes Vertrauensverhältnis. Sie waren zunächst einmal wissenschaftlich weit auseinander. Denn Radiochemie und theoretische Physik sind doch zunächst einmal ganz unterschiedliche Disziplinen. Aber durch die Radioaktivität wuchsen sie immer mehr zusammen. Von Anfang an habe ich besonders dein intuitives Vorgehen bewundert. War ich doch selbst gar nicht so. Otto Hahn hat sie gleich genommen und das war eben meiner Ansicht nach eine kongeniale Zusammenarbeit und die beiden haben sich perfekt ergänzt. Lise Meitner war die Theoretikerin, kam von der Physik her. Otto Hahn war ein unglaublich guter analytischer Chemiker. Nasschemiker hat man damals gesagt, das gibt es ja alles heute nicht mehr. Und die beiden haben sich einfach wunderbar ergänzt. Mit deinem Gefühl lagst du oft richtig.
Aber ich konnte es dann auch beweisen, konnte Zusammenhänge aufzeigen. Mit einem so charmanten und netten Mann zusammenzuarbeiten bedeutete ihr sehr viel. Diese Konstellation ließ ihr Raum, sich auch persönlich zu entwickeln. Und bald schon nahm sie am wissenschaftlichen Leben Berlins teil. Lise Meitner und Otto Hahn haben eine lebenslange Freundschaft geführt, die hat über 6 Jahrzehnte gehalten, also 2/3 ihrer beiderseitigen Lebenszeit. Und die widerlegt, also in ganz auffälliger Weise, den alten Aberglauben, dass eine enge Freundschaft zwischen Mann und Frau nicht möglich sei ohne Sex. Und das finde ich doch sehr, sehr interessant und auch sehr bemerkenswert. Jäh beendet der Krieg diese ideale Teamarbeit. Alle Männer des Kaiser-Wilhelm-Instituts melden sich sofort zum Kriegsdienst. Auch Lise Meitner will sich als Lazarettschwester nützlich machen. Sie wollte einfach helfen und ja, das Kriegsleid mit lindern. Außerdem hatte sie in dem Augenblick ja auch nichts mehr in Berlin zu tun. Alle waren abgezogen an die Front. Gaskrieg. Otto Hahn entwickelt Kampfgiftstoffe und berät die Industrie bei der Produktion von Gasmunition. Er unternimmt zusammen mit anderen Wissenschaftlern lebensgefährliche Selbstversuche mit Gasmaske. Otto Hahn wurde sofort eingezogen und 3 dieser 4 Kriegsjahre verbrachte er damit, Giftgas zu entwickeln und zu testen. Mit Überzeugung beteiligt sich Otto Hahn damals am Gaskrieg. Ethische Bedenken über die Unmenschlichkeit dieser Massenvernichtungsmittel wird er erst viel später haben. Lise Meitner meldet sich bei der österreichischen Armee. Sie geht an die Ostfront. Also sie war ziemlich nah an der Front, sodass sehr viele Schwerverletzte kamen, die nicht transportfähig waren. Und sie hatten zu wenig Medikamente. Die konnten sich teilweise mit den Verletzten nicht verständigen, weil im Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn eben auch verschiedene Sprachen gesprochen wurden. Sie waren manchmal also wirklich von morgens bis abends im Einsatz. Österreich-Ungarn gab es plötzlich nicht mehr. Jetzt war alles Ausland. Auch ich wusste nicht so recht, wo ich hingehöre. Die Wissenschaft war mein Zuhause. Sie hat am Anfang unglaubliche Schwierigkeiten, sich an das Leid des Krieges zu gewöhnen. Sie leidet mit den Verwundeten. Sie arbeitet als Röntgenschwester und verbringt aber die Arbeit, um an den Betten zu sitzen und um den Leuten gut zuzureden. Glaube mir, Otto. Die Wahl zwischen Wissenschaft und Ehe war für mich nicht leicht. Darf ich einen Moment? Fräulein Lise, darf ich Sie für einen Augenblick bitten? Ich bin sofort wieder da. Es war ein Offizier, der hieß Muffat, aus einer sehr, auch sehr bekannten österreichischen Familie. Der hat Lise Meitner, hat damals gesagt, den Hof gemacht und hat versucht, Kontakt mit ihr zu bekommen. Ich habe mir das reiflich überlegt. Ich, so wie du, beides zu haben, eine Familie und die Wissenschaft, ist für uns Frauen ausgeschlossen. Darf ich um Ihre Hand bitten? Schwester Lise, es eilt! Wäre mein Leben besser verlaufen, wenn ich mich anders entschieden hätte? Wenn ich, wie es nun einmal für Frauen üblich war, geheiratet und eine Familie gegründet hätte? Vielleicht würde ich heute nicht von allen verlassen in einem fremden, kalten Land sitzen. Aber ich war und bin nun einmal nicht für die Ehe geschaffen. Und diese Möglichkeit habe ich für mich immer ausgeschlossen.
In the 1920s, this was really considered to be a golden age for physics. Die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts waren für die Physik wirklich ein goldenes Zeitalter. Und die Wissenschaftler waren sich dessen auch bewusst. Es passierte einfach wahnsinnig viel in der Kernphysik. Theoretiker und Experimentalphysiker arbeiteten Hand in Hand. Und Lise Meitner war es vergönnt, mit einigen der bedeutendsten Physiker der Welt zusammenzuarbeiten, darunter auch Albert Einstein. Both professionally and personally included really some of the most important physicists of that period. Einstein ist einige der großen Fragen angegangen. Er wollte wissen, wie Gott die Welt gebaut hat, die Grenzen der Wissenschaft und Erkenntnis sprengen. Wird mir das auch gelingen? Werde ich, wie er auch, Antworten auf Fragen finden können, die uns der ultimativen Erkenntnis näher bringen? Die Wissenschaft erzieht den Menschen zu wunschlosem Streben nach Wahrheit. Die Gesetzmäßigkeit der Natur schenkt dem wahren Wissenschaftler tiefe Freude und Ehrfurcht. Das Verlangen, die Natur zu verstehen, treibt mich seit meiner Jugend an. Auf den Solvay-Kongressen wurde die Entdeckung des Neutrons bekannt gegeben. Das Neutron ist ein neutrales, elektrisch neutrales Teilchen. Und Enrico Fermi in Italien kam auf die Idee, man könnte damit Uran beschießen. Uran ist das schwerste natürlich vorkommende Element. Und er stellte sich vor, wenn ich da jetzt mit Neutronen drauf schieße, die auch im Atomkern vorkommen, dann kann ich Transurane herstellen, also Elemente, die schwerer sind, die es bisher in der Natur noch überhaupt nicht gibt. Und er hat das gemacht und er hat tatsächlich festgestellt,